This my father buy for me, you know, for my birthday, 18 years old. Ah. Was? Sein Vater hat ihn die zum 18. Geburtstag geschenkt? Peace, Leute, und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ihr seht schon, heute wird auf ein Video reacted. Anfang der Woche ist ein Video rausgekommen von Leon. Das heißt, wie viel ist dein Outfit wert? 300.000 Euro Rekord-Outfit. Ich wurde regelrecht zugespammt damit. Ja, Justin, schau dir das auf jeden Fall an. Da sind einige Sachen, die dir gefallen könnten. Ich wage das zu bezweifeln. Aber ich würde sagen, wir schauen zusammen mal rein. Leute, starten wir mit dem Video. Bis gleich. Peace. What's your name? Gabriel. Gabriel. Ja. Where are you from? Switzerland. Switzerland? Ja. Also wir haben hier den Gabriel aus der Schweiz. Ich glaube, das ist schon der Typ, um den es sich dreht. Er trägt eine D-Squared Cap, ein Nike T-Shirt, eine Gucci-Bauchtasche und eine Off-White-Zip-Jacke. Warum auch immer hat er die Ärmel davon merkwürdig hochgekrempelt. Let's go! Do you speak German? Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein Rapper ist oder so aus der Schweiz, weil er halt Hals- und Gesichtstattoos hat. Ja. No, French. Ah, French. French, no, okay. I'm from Geneva. Ah, from Geneva. Yeah. Okay. What are you doing here in Hamburg? The holiday, you know, because my girlfriend lives in Hamburg. Ah, okay. Beautiful and much. Ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Ich bin gespannt, was er sagt, was er beruflich macht. Okay, you have a very nice outfit. I like that. Thank you, thank you. Let's start with your. Was war das denn? Yeah. Okay, you have a very nice outfit. I like. Also unter very nice outfit verstehe ich auf jeden Fall was anderes. Hallo, hier spricht die Modepolizei. Aber jedem das seine. Hat er seine Beine rasiert? Thank you, thank you. Let's start with your shoes. What kind of shoes are that? I don't know the model, but I buy Nike, you know. Well, I buy it for fitness normally. Yeah. Ja, okay. Also ich feiere das gar nicht, wenn man die Schnürsenkel aus diesen oberen Löchern rausnimmt und dann so diese Zunge von den Schuhen so raushängen lässt, also nicht meins. For the gyms. Do you make a lot of fitness? So I'm coming to Hamburg to train. I train in McFit. Yeah, which McFit here? Er kommt nach Hamburg, um dort im McFit zu trainieren? Oder ich? Ja, auf jeden Fall ist er auf irgendeiner Fitness-Competition. How much money did you pay for the shoes? 120 francs, yeah. Okay. Okay, your pants. Which brand is it? It's Off-White. Off-White, Leute? Off-White, ja. Okay. Where did you buy it? Ich weiß gar nicht, also ich bin jetzt nicht der Off-White-Profi schlechthin, aber ich wusste gar nicht, dass die einen Jogger haben, wo einfach das Off-White-Logo drauf ist. In Off-White, Sites. Internet-Sites. Internet-Sites, ah. Off-White. Ah, okay. And dann the jacket I bought on Instagram, one page on Instagram. Okay. This is not original, yeah? This is 1-2-1. Ah, okay, can you show from back? Yeah. It's not original. Yeah, it's not original. Hä? Ja, okay, solange er sagt, es ist nicht original, dann ist es ja halb so wild, aber wenn das hier das 300.000 Euro Rekord-Outfit werden soll, dann frage ich mich, also ich nehme an, es wird wahrscheinlich irgendwie Schmuck oder eine Uhr sein, ob das dann auch echt ist. Naja. Original, because you know, look, you see the this one? Yeah. This is not the real one. Yeah. You know, I have the shoes of white original, and this is not the real. Ah, okay. So be careful, people. Yeah. Who buy Internet. Er hat sich aus Versehen fake gekauft. Okay. Ja, das ist auch dann ärgerlich. This is not the original zip. You yeah, know? I see. So yeah, the jacket. How much money for the jacket? $150. $150. Yeah. Ja, da hätte man mit rechnen können, dass wenn man sich die für 150 Euro kauft, dass da dann irgendwas nicht stimmt. Is by you know in the side 500. Aber the pants is original. Yeah, the pants, yeah. Okay, entspannt, your Gucci bag. Gucci bag too, yeah. Okay, entspannt, your Gucci bag. Okay, wird er wahrscheinlich verstanden haben. It's about, yeah, in Gucci in Geneva. Yeah. Yeah, 230, I think. 230, yeah. Der Zehner, der sagt, der hat die bei Gucci gekauft selber. Und hat 230 dafür bezahlt. Fetten Zehner, wenn die nicht irgendwie 900 oder so kostet. Sehr dubios. Okay nice. Your T-Shirt. Ich glaube, dieser Leon hier fragt sich auch gerade so. Okay, ich wollte doch hier eigentlich ein Rekord-Outfit haben. Nike, this I have long time, 2 years, I think. Nike T-Shirt? Ja, yeah, Nike for T-Shirt. For fitness, yeah. Or? Ja, yeah, for fitness, ja, yeah. Sport, ja. You know. Yeah. How much money? This is 30 francs. 30 francs. 30 okay. Francs. Easy. Yeah. Your watch. This watch is expensive. This watch is expensive. Okay, jetzt bin ich gespannt.
This oh, blood. It's expensive. Show a little bit to the camera, a little bit. Show. It's a Hublot Ferrari, yeah? Hublot Ferrari. How much money? 200,000. How much? 300,000. 300,000? Yeah. Was? Okay. Ich kenne die Uhr nicht, Hublot Ferrari, also auf Insta habe ich die schon mal gesehen, aber ich habe jetzt mich nicht weiter mit Hublot auseinandergesetzt. Ja, okay, die sieht natürlich schon geisteskrank aus, also für mich wäre die jetzt schon too much so. Ich würde so sagen, Richard Mille ist für mich so das Maximum, was futuristische Uhren angeht, was ich noch tragen würde. Das ist jetzt hier nicht so mein Fall, aber ja, okay. Ich kenne mich mit Hublot gar nicht aus, ich kann nicht sagen, ob die ansatzweise echt oder fake ist. Ja, yeah. This one, yeah. Crazy. Is it original? Yeah, it's original, but you need the key there, you know? You need the key. Yeah. And the key for Hublot, you need that. Yeah. It's have in my home. And you must turn, it's like one pistol, you know, like one gun. Yeah. And you push it there and this turn, and this, they fix it. Ah, okay, and this okay. Work, yeah. Very nice. Yeah. Also ist sie jetzt irgendwie gerade nicht gefixt? Also ist da jetzt irgendwas kaputt dran oder was? Dieses Carbon-Teil, was da dran war, ich weiß nicht, ob das jetzt das Licht war, das sah aber auch irgendwie ein bisschen zerkratzt aus. Also ich will ihm jetzt gar nichts unterstellen, aber naja. You can look. Okay. Okay, der gibt jetzt einfach in einem fremden Land, einem random Typen mit einer Kamera, einfach seine 300.000 Euro Uhr. Das ist ein Haus, Alter. Aber mal echt aufpassen, dass man ihn nicht fallen lässt, Leute. Sehr nice, sieht aus wie... Ich weiß nicht. Seht ihr das hier? Ich finde, das sieht so ein bisschen zerkratzt aus hier, das. Seht ihr das hier? Ich finde, das sieht so, oder hier auch an der Ecke oder da oben, das sieht, finde ich, so ein bisschen zerkratzt aus. Kann aber auch sein, dass es jetzt gerade nur irgendwelche Lichtreflektionen sind. Die Uhren-Profis unter euch können ja jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob die real oder fake ist. Aber wenn man halt mit einer fake 300.000 Euro Uhr flex, ist schon, finde ich, ein bisschen weird so. Looks like a Ferrari engine. Yeah, yeah, Ferrari engine. Okay, yeah. Very nice. Yeah. And where did you buy it? This my father buy for me, you know, for my birthday, 18 years old. Ah. Was? Sein Vater hat ihn die zum 18. Geburtstag geschenkt? Also dann muss sein Vater ja wirklich, also, dann müsste man den ja schon kennen, so aus den Medien oder so safe, weil wer ist denn so abnormal rich, dass man seinem Sohn eine 300.000 Euro Uhr zum 18. schenkt. Das ist wirklich geisteskrank. Ich kann das alles gerade nicht so ganz glauben, aber okay. Okay. So, ja. Okay, very Gift. Nice. Ist ein Gift. It looks very nice. Also die Uhr sieht krank aus, Leute. Ich wusste schon, die wird teuer sein, aber dass die Uhr 300.000 Euro kostet, Leute. Krank. Rekord in Deutschland auf jeden Fall gebrochen. Your cap. Oh, sorry. Last one. This cap I buy in Claire's. Claire's, you know this shop? Claire's? No, Claire's, yeah. Yeah, Claire's, this one I was there. I buy, you know. How much money? 20. No. Was? 20 Euro für die Kaffee? 15, 10. Not expensive. Okay. 15 oder 10? Dieser Typ ist, ich bin wirklich verwirrt. Okay. 15, 10 Euro. Also, wir fassen zusammen. Er kauft sich eine D-Squared Cap in einem Shop für 15 oder 10 Euro. Hat eine Fake Off-White Jacke an. Trägt so nice Perlenketten. Hat seine Gucci Bauchtasche, die 900 Euro kostet, bei Gucci für 200 Euro gekauft. Und trägt eine 300.000 Euro Uhr. Was soll man dazu sagen, Leute? Ich weiß nicht, wie ich das deuten soll. Schreibt mir dazu doch gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Das war's für ein Video. Lasst mir auch gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Peace.